Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mafia 3. Ja, ich habe schon mal mir ein anderes Auto geholt, habe das Geld weggeschickt, habe dann mal ein bisschen bei den Waffenladen eingekauft, sage ich jetzt mal auf gut Deutsch. Kommt erstmal mit, damit wir hier mal ein bisschen unsere Ruhe haben vor den Bullen. Aussteigen. Das ist unser Mann. Jetzt hast du in die Scheiße gegriffen. Ich geh in Deckung. Mann, lauf! So schnell. Wie fragen, bevor die Bullen kommen? Mach schnell, 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 schnell. Komm schon, komm schon. Na los, schnell. Das wirst du schon sehen. Er trommelt ein paar Jungs der Juni zusammen. Ich bin gleich tot. Arsch zu jagen. Heute Abend, oben in der Nähe vom alten Aussichtspunkt. Schon umzingelt von den Bullen. Schätze, sie müssen wohl ohne dich anfangen. Hallo Leute. Steig ein. Der Verdächtige führt jetzt das Fahrzeug. An alle Einheiten. Code 60. Officer im Einsatz verletzt. Ich hab überhaupt nichts gemacht. So, wir fahren jetzt einfach mal in der Hoffnung, dass ich entkommen werde, was ich bezweifle bei unserem kleinen Panzer. Ah, vielleicht doch. Warte mal, gefallen. Polizei. Fuck, nicht verfügbar. Mach mal Platz hier. An alle Einheiten, Verdächtiger unter Sichtweite. Mist. An alle Einheiten. Verdächtiger gesichtet. Einheiten vor Ort ermittelt. Echt jetzt? Beim in der Kurve fahren, Reifen zerschossen. Mach doch mal Platz hier. Alter Schwede. Kämpf dich hoch, mein Freund. Ich komme nicht mehr weiter, wa? So, querstellen. Wegrennen. Ja, genau. Du, gib mir mal Feuerschutz hier. Alter Schwede. Hier, kriegt er alle. Ich hab keine Granaten mehr. Fuck. Geht mal weg, geht mal weg, geht mal weg, weg, weg. Ich brauche ein Kfz. Mist. Ich bin vielleicht ein bisschen schneller als die Bullen, wa? Nee, gar nicht. Mist. An alle Einheiten im Fahndungsgebiet. Sichtkontakt zu Verdächtigem verloren. Das ist gut so. Schnell mal weg. Ah. Was war das? Da hoch? Bin ich ja fast, wa? Kann ich ja laufen. Ach du Schande. War nichts Schlimmes. Ich habe auch keine... Ist ja ein Zufall, dass ich jetzt hier bin, wa? Wollte ich gar nicht. Das ist jetzt schon hier Killin oder was? Ja. Na dann. Halleluja. Das ging schneller als gedacht. Boah,
scheiße, ich habe ja kein Geld mehr. Verdammt. Wir stehen hier in den Ruinen des vorigen Jahrhunderts. Genau an dieser Stelle verteidigte mein Urgroßvater mit seinen Brüdern. Alter, soll ich da jetzt mal durchmarodieren oder was ist hier los? Möchte man. Er gab sein Leben für die Freiheit seines Staates und den Versuch, die anrollende Flut von Mischlingen einzudämmen. Alter. Alter Schwede, lass mich. Gott. Erledige den Rest. Ach du Schande. Alle? Oh Gott. Weg. So will ich nicht sterben. Ich auch nicht. Ja, dann geh doch weg. Lass dich nach Hause gehen, wenn er mich jetzt einfach mal in Ruhe lässt hier. Da sind ja noch so viele. Jürgen, ach, da guck mal da hinten. Alter vor Schönheit. Ist hier noch irgendwo einer? Ich will lieber im Schlaf sterben. Mein Freundchen, ja? Na, nun wird's bunter. Was jetzt? Wir spielen dein Spiel. Wow. Es herrscht Entsetzen hier in Frisco Fields. Einer der prominentesten Männer des Viertels, Remy Duval, wurde brutal ermordet. Augenzeugen berichten, dass er an ein Kreuz gebunden und dann verbrannt wurde. Hören wir, was die Polizei sagt. Chief Wilson, können Sie schon etwas sagen? Das waren die verdammten Neger. Man sollte sie alle zusammentreiben und erschießen. Das sind harsche Worte, Chief. Verdammt, was muss denn noch alles passieren, bis ihr es endlich versteht? Was hier abläuft, ist ein verdammter Krieg! Mhm. Boah, was soll denn da jetzt noch alles passieren, ey? Erledige Olivia Marcon. Ist die nächste oder was? Triff dich mit Donovan. Naja, aber hallo. Was, jetzt habe ich kein Geld mehr? Ich habe kein Geld mehr. Aber Munition kriegen wir Gott sei Dank gratis. Ach genau. Ich habe beim Waffentypen ordentlich eingekauft, mehr Munition, mehr Stabilität und blablabla. Und ich dachte mir, ach, wir haben ja 90k oder irgendwie sowas auf der hohen Kante. Ja, das Geld war dann alle? Unerwarteterweise war das Geld ganz schnell alle. Und ich weiß nicht warum. Also, ich habe nicht darauf geachtet, dass das Zeug so scheiße teuer ist, ey. Aber das war schon heftig, ey. Ich bin in Frisco Fears und ich brauche was Neues. Oh, warte mal, ach, sag dabei, Junge. Ich lass ihn schon mal warm laufen. Oh, da steht mein Auto, oder? Halt, stell mein Auto schon mal ab. Ich muss mir mal kurz meine Weste holen. Das ist, glaube ich, ganz gut hier. Weste? Nee.
Äste. Dann sehe ich die für 3K. Dann nehme ich die doch lieber mit. Alles, was du brauchst. Das ist eine große Hilfe. Hätte ich nie geglaubt, wenn ich es nicht selbst auf. Alter, mein Life ist auch ein bisschen. Naja. Ja, zum Fall, weil wir jetzt drauf gehen sollten, wisst ihr warum? Zu wenig live. Oh, jetzt müssen wir die ganzen Makanos. Ah ne, dürfte ich mit Donovan, mache ich. Die ganzen Makanos ausrotten, wa? Vielleicht hätte ich mir doch noch ein paar Tausend aufheben sollen, ey. Wobei, ich brauch doch die bloß noch mal Geld einsammeln lassen von unseren Geschäften. Ja, ja. Nicht auf den Baum zu fahren, das wäre unclever. Ach, da steht da ja unser Kumpel. Du, aber fahr mir nicht in die Karre rein, ja? Das wäre sehr freundlich von dir. Yo, Donny. Olivia ist im Country Club. Steig ein, ich erkläre dir den Plan. Okay. Aber fahr nicht gegen mein Auto. Olivia Marcano ist eine echte Goldgrube. Ich verstehe immer noch nicht, warum Olivia Marcano in die Sache verwickelt war. Nach dem, was man so hört, hatte sie 2 bis 3 Mal so viel Geld wie Sal Marcano. Geld war ihr scheißegal. Für meine Begriffe hat sie jemanden engagiert, der Lucho töten sollte. Sie wollte selbst am Ruder stehen. Meine Meinung? Sie hatte die Schnauze voll von dem ganzen Mafia-Scheiß. Wir sind am Arsch, Olivia. Ist dir das klar? Dieses Arschloch von Duvalle hat uns im Testament nicht erwähnt. Und drum kriegt sein Neffe jetzt alles. Hast du sein Testament denn auch wirklich geprüft? Ich habe zumindest den Teil gelesen, in dem steht, dass das Grundstück, auf dem ich mein Casino baue, an Steven DeGarmo geht. Remy hat das Testament vor 6 Monaten überarbeitet, aber nie unterzeichnet. Und was soll das heißen? Dass ein Testament erst dann gültig ist, wenn man es signiert hat. Verdammt nochmal, das weiß ich. Ich meine, was bedeutet es für uns? Dass ich es anfechten kann. Remy und ich waren Geschäftspartner und in einer meiner Beteiligungsgesellschaften wird das Grundstück als geschäftsrelevanter Vermögensgegenstand geführt. Klingt wie der feuchte Traum von einem Anwalt. Und was bitte habe ich davon? Da fragst du wirklich die Falsche, Sir. Ich habe fast jeden Cent, den ich besitze, in das Casino gesteckt. Einen großen Prozess kann ich mir nicht leisten. Wie kommen wir aus der Scheiße wieder raus? Steven kommt für die Beerdigung in die Stadt. Ich könnte ein Treffen arrangieren. Wir bieten ihm an, dass er für die Grundstücksübertragung eine Beteiligung am Casino erhält. Ja. Ja, gute Idee. Und wenn er unterschrieben hat, kümmern wir uns um ihn. Also gut, bereite es vor. Aber meine Geduld ist jetzt definitiv am Ende, verstanden, Olivia? Ich habe die Schnauze voll von dem Mist. Du kannst mir ruhig vertrauen, Sir. Mr. Clay ist voll die Bitch. Als Ober im Country Club aufgetaucht. Alle Anwesenden waren reiche Arschlöcher oder Mitglieder der Southern Union. Drum war es für Lincoln nicht so schwer reinzukommen. Stecken Sie einen Schwarzen in eine Livree, dann ist er so gut wie unsichtbar. Ich bin einfach durchs Tor gefahren und hab ihn vor der Tür rausgelassen. Keiner hat uns beachtet. Oh nein. Soll das etwa heißen, er hat es nur mit seiner Dienstkleidung geschafft, an Mrs. Mercanos Personenschutz vorbeizukommen? Ich habe ein Fläschchen schnellwirkendes LSD zusammengerührt. Also nach genau derselben Rezeptur, die wir für MK Ultra verwenden. Und gab es Lincoln. Mit einer Spritze hat er dann ein paar Tröpfchen in jedes Glas getan, das er serviert hat. Ein paar Minuten später waren alle, die von dem Zeug getrunken hatten, total neben der Spur. Leck mich am Arsch. Was? Was ist passiert? Hab nie gelernt, eine Fliege zu binden. Traust du dir das zu? Scheiße, ja, toll. Ich geh da rein, verpasst den Wachen eine Dosis Militär-LSD und dann bin ich bei Olivia. Und lass dich von den Scheißern nicht provozieren. Denk dran, du kannst keine Waffen mit reinnehmen. Wie geht's dir, Kumpel? Folge der Auffahrt auf der Linken. Bin ich ja gespannt, ey. Ganz ehrlich, du hast die Tasche, die Spritze ist drin. Und denk dran, die Droge wirkt schnell. Die knipst dich im Handumdrehen aus. Gut, es soll ja niemand rausfinden, was eigentlich vor sich geht. Lass dich mal ansehen.
Wenn sie dich killen, haben sie wenigstens gleich was Hübsches, worin sie dich begraben können. Fick dich. Ey, ganz ehrlich, Inken ist ein Mann wie ein Bär. Ist der nicht auffällt? Also alle anderen waren rechtzeitig hier. Betatschen diese Weißbrote auch alle anderen? Fauler Nigger, das ist ihre Aufgabe. Die haben mich da draußen kalt erwischt, haben gefragt, wo mein Wagen ist, wo ich herkomme. Du ziehst entweder sofort deine Uniform an oder verschwindest aus meiner verdammten Küche, Knuddel. Komm mit. Muss ich mit dir sprechen? Ja. Leg einen Lappen auf den Tisch. Sieht aus wie ein verdammtes Rattennest. Ich kann... Miss Olivia kommt gleich runter. Sie wird ein paar Worte zum Tod des armen Mr. Remy sprechen. Folge ihnen, Sir. Natürlich, Sir. Oh, das macht... Sieht aber schick aus. Das sieht auf... Oh, Suppe. Geil. Schnapp dir eine davon, bring sie raus und gieß den Gästen ihre Drinks ein. Und dass du ja mit keinem von ihnen sprichst, klar? Ja, nicht. Dachte, ich soll mir hier in der Schnappen. Kann ich das denn? Bring den Leuten ihre Drinks, sofort! Na dann. Noch eine, komm. Oder was davon haben. Das hab ich bestimmt erwischt. Super. Komm schon, keine Angst. Nein, halt, warte mal. Bleib stehen. Ich stehe doch. Soll ich dir was eingießen? Willst du mir das damit sagen? Du wirst hier nicht fürs Rumstehen bezahlt, Boy. Geh und bedien diese armen Gäste. Ich doch vor. Austrinken, Motherfuckers. Haben die denn jetzt einen Verdächtigen? Keinen einzigen. Der alte Earl ist kurz davor, ein paar seiner Jungs ins Hollow zu schicken, damit die mal an ein paar Affenkäfigen rütteln. Ich glaube nicht, dass es einer der Farbigen war. Die verfluchten Affen waren nie besonders schlau. Noch jemand? Aber wenn man sie nicht beaufsichtigt, können sie schnell bösartig werden. Die Dame? Zuerst möchte ich Ihnen allen danken, dass Sie hergekommen sind, um sich von unserem treuen Freund Remy Duval zu verabschieden. Ich weiß, bei all der Gewalt, die uns heimsucht, wäre es sicherer gewesen, zu Hause zu bleiben. Oder Sie noch was trinken? Aber Sie haben es wie Remy gemacht. Sie haben erhobenen Hauptes ausgeharrt und sind nicht weggelaufen. Es ist keine Übertreibung, zu sagen, dass Remy ein mutiger Mann war. Aber es ist nicht sein Mut, den ich am meisten vermissen werde. Junge Frau, möchten Sie noch was trinken? Es geht mir um etwas anderes. Bitte schön. Er gab dieser Stadt, nein, uns, eine Stimme. Der Mörder Remy... Sieht's bei Ihnen aus, möchten Sie noch was trinken? ...genommen, der Ihre Geschichte ehrte. Mehr noch, Remy Duval ehrte unser gemeinsames christliches Erbe, das zurückreicht bis nach Europa. Remy war mir ein Freund. Ein teurer Freund. Uns allen. Ehren wir in den kommenden Tagen und Wochen sein Andenken, indem wir uns unsere Stadt zurückholen. Schützen wir die Lebensweise, die wir alle lieben. Auf Remy! Auf Remy! Auf Remy! Penn ist noch einer schnell. Im Grunde erlaubt diese Klausel, mit den unharmonischen Gruppierungen der FHA Integration zu umgehen. Technisch gesehen kann der Vermieter sich darauf berufen und die soll ich bedienen jetzt, ja? Ehrlich gesagt, der Prozess muss schief gehen. Ein Rohrkrepierer. Wenn wir den Nigger finden, der Remy rüber, Mann. Wird das ich wünsche. Ja, ich würde gerade fragen, möchten Sie was trinken? Geht's bitte etwas leiser. Was? Oh, er ist doch bestimmt einer von den Guten. Schneller laufen kann ich aber leider auch nicht, wa? Oh, guck mal, ihr habt Macht. Hast du recht. Disco-Licht. Bis
Kannst du Samstag rüberkommen und das Spiel gucken? Oh, Mister, gucken Sie mal, Sie haben ja so lange gestanden. Eigentlich habe ich den Neffen auch nie gesehen. Hey, gibt's einige Cola. Möchtest du einen Schluck? Bitte schön. Spuck's aus. Was weißt du? Nun, sagen wir mal, es lassen Sie schmecken. Zum Vermögen, der die wir arbeiten ja hart hier, nicht? Alter, als wenn Linke nicht auffallen würde, Alter, der ist 1,94 Meter groß, 2 Meter breit. Also ich bitte dich. Du hast schon bekommen. Ich meine, wir haben jeden einzelnen Penny verloren. Du mit der Flasche. Ja? Willst du was trinken? Wir werden sie an unseren Stolz als Weiße erinnern, Bruder. Denn im Moment ist das das Einzige, was der Southern Union geblieben ist. Das war nur ein kleiner Kurseinbruch, nichts weiter. Mach eine Zigarettenpause, das mache ich. Neu, was du anhast, steht dir prima. Wollen Sie noch was? Ich sagte ja schon, dein Geld ist nee. Sicher. Einer von Ihnen bitten, nee. Einfach bis zum Ende des Quartals. Guck mal, ob der Dings jetzt hier liegt oder abdanzt. Wow. Alter, ich hab Hände. Groß. Großer alter Mandingo, Nigga. Na, schaffe ich es noch bis raus oder krieg ich Ärger vorher? Die Ladies. Ja, Küche sind sie wieder fleißig. Hier werden Paprika und Chilis geschnitten, Gemüse. Boah, auf Metall schneiden ist doch auch ein bisschen Banane, oder? Gehen nur die Messer kaputt. Möchte jemand von Ihnen noch was? Ach nee, ihr seid ja auch Angestellte. Hey, Neuer, du kannst hier drüben rauchen. Cool. Siehst du, was mit Clarence los ist? Sieht aus, als hätte der was von dem abbekommen, was hier rumgeht. Wenn du mich fragst, könnte es keinem Besseren passieren. Geschieht ihm recht. Nigger hier, Nigger da. Ist jedes zweite Wort aus seinem Mund. Schlimm genug, es von den Weißen zu hören, braucht es echt nicht noch von einem von uns. Vielleicht überdenkt er dann ja mal, wie er die Dinge hier handhabt. Na, das möchte ich erleben. Und sonst so? Seid ihr öfters hier arbeiten? Ach, das war's schon mit Zigarettenpause. Okay. Folge Olivia. Okay, mach ich. Kann ich jetzt ein bisschen schnell laufen? Nee. Menschen auf dem Mond? Interessiert mich einen Scheiß, weil es alles Weiße sind. Fick die! Zweifel jetzt. Auf jeden Fall. Bist du jetzt wieder fit? Nee, das ist er nicht. Ich würde mir gut überlegen, da rauszugehen. Warum? Irgendwas stimmt nicht mit den Leuten. Wieso? Mir egal, was Clarence sagt. Ich bleib hier drin. Die Leute sind verrückt geworden. Oh, ich geh mal gucken. Finne hat den Weißarsch geschnitten. Moment, was rede ich denn da? Ich würde es dir so gern zeigen. Alles ist verbunden, weißt du? Wir. Was ist denn hier los? Seht ihr aus, die ganzen Lichter? Du bist cool. Dancing Queen. Ja, ja, klar. Verdammt, Donovan. Die Leute drehen echt voll ab. Ich sehe ihn. Ich sehe Remy. Warte. Hier stimmt was ich bin nicht. Remy. Bring mich hier raus, sofort. In meinem Körper. Scheiße, der Inner hat nicht getrunken. Tür und hinten. Keiner kommt hier ohne meine Erlaubnis rein oder raus. Soll ich den Gästen was sagen? Der tanzt. Was? Du hast sie doch gesehen. Sie sind alle von etwas befallen. Ah, was machst du denn? Oh, tut mir leid. Tut mir so leid. Oha. Alter Schwede. Ist das für Miss Marcano? Yeah, ich meine, ja, Sir. Geh einfach durch. Danke. Stellen Sie es auf die Bar. Und? Immer noch nichts? Nein, Ma'am. Sie haben ihn ziemlich hart drangenommen. Hackt ihm eine Hand ab. Vielleicht stimmt ihn das um. Wir müssen hier weg, bevor was auch immer da unten vor sich geht, noch schlimmer wird. Ich glaube, unser Negerfreund hier ist etwas begriffsstutzig. Bringt ihn mal jemand hier raus? In Ordnung, Großer. Zeit für einen Spaziergang.
Wieso? Ich bin doch zum Servieren hier. Irgendjemand muss doch die Bar bedienen. Miss Olivia, runter! Oh, ich Alter, ich mach doch gar nichts. Alter, was willst du? Der Kleine gehört mir. Jemand muss mich verkaufen. Das muss ziemlich weh getan haben. Oh fuck, aber auch nur, weil ich zu wenig Lebensenergie hab, ey. Mann. Ich bin ja bloß mit halbem Lebensenergie gestartet hier. Oi, oi, oi. Ja, Leute, aber ob Olivia killen ist, erfahrt ihr in der nächsten Folge von A43. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben und ein Abo da, dann verpasst ihr keine zukünftigen Folgen mehr und ihr unterstützt mich. Stellen Sie es auf die Bar. Und mein Kanal. Immer noch nichts. Haut rein, bis zum nächsten Mal.